Ja, und damit herzlich willkommen bei Wayland Hearts, dem Spiel, das ich normalerweise ja mit Florian spiele, der aber ja nicht da ist. Aber trotzdem habe ich mir jemanden Kompetenten eingeladen, der hier auch schon zu Gast war. Einer unserer längeren Zuschauer. Darf sie selber vorstellen, wie beim letzten Mal auch. Du hast ihn vergessen vorne dran. Du hast Kompetenten gesagt. Ich glaube, das ihn wurde verschluckt. Hallo. Hallo, Sebastian. Hallo. Na? Es freut mich, dass du wieder bereit warst, hier zuzugucken. Ich hoffe, du kannst gut sehen. Sehr gut, ja. Ich habe meine Brille auf. Danke. Sehr gut. Danke für die Einladung. Ja, wir sind, wie gesagt, immer noch bei Wayland Hearts. Ich bin gespannt, wie das hier jetzt weitergeht. Ja, vorlesen muss ich nichts, oder? Ich bin Legastheniker. Nö, das mache ich dann schon selber. Ist gut. Ja, du bist gut ins neue Jahr reingekommen. Mhm. Ist ja noch jung. Also ich bin am Recovern gerade. Du auch? Ach nö, bei mir war es ja relativ friedlich, von daher. Oh ja. Man ist ja über die 30 schon hinweg. Ja. Da ist man dann auch nicht mehr so. Ja, das ist richtig. Jetzt weiß ich allerdings überhaupt nicht, was ich machen soll. Der schießt auf dich und dann. Moment, du bist. Ach so, ich muss meinen Hund da reinchecken. Ja, genau. Alter Mann, Hund da rein. Ah, wie ging das nochmal? Ich hab's schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Wir hatten ja Adventswochen. Das merkt man nicht. Da geht nur die ganze Zeit der Bildschirm auf. Ah, da. Hier ist der Knopf. Y dann A. Wo ist er jetzt hin? Der ist in den Tunnel rein, auf deiner linken. Und ich glaube, ja, geh mal weiter vor, jetzt wo der Schießende war. Ich glaube, der müsste in Richtung rechts weitergehen. Weil ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Ja, du siehst auch mich nicht, in welche Richtung ich zeige, ne? Das ist schlecht. Nee, das ist riesig. Geh mal dahin. Das ist immer gut. Nee, da komme ich nicht hoch. Da ist auch kein Hund, nee. Aber der muss ja irgendwo sein. Das stimmt. Geh mal zum Minenfeld zurück eventuell. Hier vielleicht, also buddeln darf ich hier nicht. Nee, ich glaube, okay. Das ist schlecht mit den toten Köpfen, das heißt nichts Gutes normalerweise. Aber normalerweise ist es auch dann nicht besonders clever, da einfach drüber zu. Was? Du kannst aber da doch graben. Also warte mal, da zeigt er dir einen an. Einen toten Kopf auf der rechten, auf der linken Seite. Ah, da ist keiner und da kann ich mich dann reinbuddeln. Ja, ich denke schon. Ja, genau. Buddel ich schon mal rein. Und geht's dann unten weiter. Ah, siehst du. Ah! Ja. I see. Jetzt buddel halt auch. Volle Kerle dafür, um das rauszukriegen. Ja, ich sag ja, deswegen spiele ich das nicht alleine. oh, jetzt bin ich gestorben. Schlecht mit dem Gas, glaube ich. Ja, dieses Senfgas, es ist nichts. Ja, das war jetzt, glaube ich, aber nicht gelb genug für Senfgas. Nee, oder? Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob Senfgas gelb ist oder ob das nur nach Senf riecht. Geruchlos, farblos. Ich meine auch. Oh. Du musst richtig gut. Du musst hochgehen. Ich bin Pro-Gamer auch. Ja. Das ist bekannt. ESL und so weiter. ESL, Wayland Hearts. Wayland Hearts im Pro ESL, Wayland genau. Wayland Hearts auf der ESL. Buddel hoch. Ja, ich versuch's. Er macht es gleich. Ich glaube, der ist ja auch schon alt. Fleck zwischen uns beiden. Ja. Da müsst ihr jetzt der Hund gleich. Ach, jetzt ist er wieder oben. Jetzt ist er wieder oben, okay. Genau. Dann ist er hier, sehr schön. Und dann kann ich den hier reinschicken. Ja, jetzt muss er erstmal wieder runtergehen, oder? Ja, ich kann ihn schon mal reinschicken. Ja, nicht, dass das wie beim letzten Mal war. Achtung, nicht ganz runtergehen. Zu spät. Mensch, Scheiße. Der Delay ist so gering. Ja, der Delay ist gar nicht so hoch. Das ist die falsche Richtung. Da kommt Gas. Da wollte ich nicht hin. Ja, ich glaube, da bist du von gekommen. Hier, Hund, geh schon mal da rein. Ja, warte. Ja, der buddelt ja immer so ein Stück auch. So ein Schnüffelstück darunter. So ein Schnüffelstück auch. Ja, geh das mal aus. Der Hund muss jetzt den... Machen, damit, genau. Oh... Das ist auch süß, ein bisschen. Och, ist der goldig. Eigentlich ist ich hätte ihn ja umgebracht. Was, du hättest ihn umgebracht? Als Hund? Ja klar, er ist ja ein böser Deutscher. Ja, nee, also ein Hund hat ja keine politische Gesinnung. Naja, das ist doch ein Tier einfach nur. Fortement. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wie immer. Hier haben wir noch den Flammenwerfer. Oh, nicht schön, das Ding. Oh, kommt drauf an, was man damit macht. Nee, sag mir mal ein Ding, was du mit einem Flammenwerfer machen kannst, was toll ist. Ich glaube, die Mauer. Das war wohl nicht so richtig. Die Mauer war die richtige Mauer. Geh mal hinter die Mauer lieber. Lenk den nochmal ab im Hund. Steh da aber auch im Weg, ne? Das ist natürlich nichts. So, jetzt ist er. Guckt auf die andere Seite. Jetzt kann ich ihn umlocken. Hadouken! Kritisch. Aha. So, ja. Oben ist der. Hier ist ein Hebel, hier ist Dynamit, da ist so einiges am Start. Der den Hebel nicht zieht. Jetzt habe ich das Gas nach oben gelenkt. Aha! Da ist noch. Jetzt muss ich da unten wieder Feuer anmachen. Ja, auf der rechten Seite muss man noch gucken, ob da was ist, oder?
Ja, bestimmt. Ah, ah, da ist ein Hebel. Meine Attrappe. Hoch. Setz da mal den Hund drauf. Liebe nicht. Ich wollte keinen Hotdog. Aber ich muss ja irgendwie. Ich muss jetzt. Ich brauche das. Okay. Hat er das jetzt? Nee, hat er nicht. Okay, da geht's dann auch runter hin. Übrigens zu deiner Rechten. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Achtung. Ich gucke. Ach so, zum Abbrennen für den anderen oben. Ja, das Anzünden und da hochschicken, also da hochschicken, dass er es anzündet und dann wieder runter. Da sind aber auch mehr Figuren in dem Raum von, zu deiner Rechten, ne? Ja, da komme ich aber nicht hin, das ist eine Mauer, glaube ich. Nee, ich glaube, da nee, kommst du durch. Doch nicht. Tatsächlich. So. Kann ich vielleicht so ein. Aha. Ah, ich muss so eine Figur da reinstecken, dass er das abfackelt. Jo. Und dann kannst du deinen Pott anzünden, oder? Ach so, ich hätte gedacht, ich steck das da rein. Mach mal. Das macht er aber nicht. Also ich dachte, ich steck das da rein und dann schießt er da automatisch drauf, weil er denkt, aha. Ach so, vielleicht muss der Hund den ziehen als Ablenkung oder so. Ach Gott, ich rette hier. Nee, ich muss das schon irgendwie hier mit draufstellen. Okay. Und dann hochfahren und dann schießt er da drauf und dann brennt der Topf. Guck. Achtung. Jetzt brennt der aber auch hier. So, und dann kann ich den nämlich wieder rüberziehen. Da, lali, da, da. Ich bin entzückt. Diese Rätsel in dem Spiel sind manchmal durchaus recht clever, ja. Kniffelig. Der liegt da immer noch. Eben. So, jetzt ziehe ich das einfach direkt an die Karre und dann dürfte das auch heiß genug sein. Ja, so. Und der vergast. Entschuldigung. Nee, der hat eine Hustenattacke, weil der hat ja, Asthma. Ja, meine ich doch. Der steht so, nicht. Spiel ich. Ja, der ist jetzt da hoch. So, dann gehen wir auch hoch. So, was passiert, wenn ich. Achso, da hat er das umgestellt. Ja, das ist richtig. Da so, ist noch ein Schränkchen. Da haben wir wieder ein Collectible. Leere Holzkiste. Eine leere Holzkiste wurde von einem deutschen Soldaten als Gepäck genutzt. Koffer waren noch nicht weit verbreitet und ärmere Soldaten packten ihre Sachen für den Krieg in einen Ranzen oder in Holzkisten. Mhm. So wie die Footlockers bei den Amerikanern im Endeffekt. Das ist richtig. Ah, so, Footlocker. Schöner Scheißladen. Ja, irgendwie. Ja, ist ja so. Du wirst ja auch nicht gesponsert von denen, also kannst du das ruhig sagen. Ne, wenn sie sponsern, dann sage ich natürlich Dobladen. Beste, den wo gibt am Sein dran. Ach so, jetzt kann ich natürlich da einfach hochfahren. Ach so, ja, nee, kann ich nicht. Aber dann sagen, dass er dich hochfahren soll, oder? Jetzt fährst du ihn hoch. Ja, vielleicht lenkt er den ab. Wen, Freddy? Nee, den bösen Feuerwerfer. Ach so, ach, den Charakterwechsel. Nee, ich glaube, das nicht ist so. Keine gute Idee. Nee, erstmal nicht. So, dann hauen wir das mal weg und dann holt uns der Hund schön so ein Stänkchen Dynamit. Mal so ein Snippelstück rangepackt hier. Du guckst zu viel Werner, habe ich das Gefühl. Nee, ich höre so gerne Flo zu, wenn er Nordisch spricht. Nordisch by nature. Das hätte ein bisschen früher explodieren müssen. Naja, egal. Vor allem hat er voll drauf gehalten, ne? Wie kriege ich jetzt den Meister da unten raus? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, es geht weiter mit Freddy dann später erst. Auf. Kann bestimmt hier unten irgendwas aufmachen. Die Wand weghauen oder was? Nee, okay. Ja, hau mal die Wand weg. Alter. Ja, es kann ja kein Problem sein für den Freddy. Heißt der überhaupt Freddy? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Er ist halt so ein Typ. Wieder hin, dass er abgelenkt ist, oder? Was? Ja, komm. Hallöken. Könnte schön. Plöng. Oh, Schränkchen, zurück. Ja, geh ich gleich. Ach so. Aber erstmal gucke ich hier ist nämlich auch ein Schrank. Klimp, klamm, klump. Jetzt ja, kannst du auf den Schrank nicht hauen, Mensch. Klar. Was denn? So, was haben wir hier? Deutscher Ring. Ein Eisenring mit der Inschrift Gold gab ich für Eisen, den man im Rahmen eines deutschen Programms zur Kriegsfinanzierung im Tausch gegen wertvolle Gegenstände erhielt. Ja, das hat sich ach, gelohnt, guck. Ne? Das wusste ich auch noch nicht. Wofür brauchten die Gold im Zweiten Weltkrieg? Ja, ich glaube, Staatskasse, Finanzierung, genau. Blablab. Die da Banken wollten immer noch irgendwas haben für ihr Geld, ne? Ja, das stimmt wohl. Das ganze Hitlergold haben sie auch noch nicht gefunden, wobei das mit dem Ersten Weltkrieg weniger zu tun hatte, wobei er da ja gekämpft hat. Da hat er sein Ei verloren auch. Ja, sein linkes. Mhm. Was haben wir hier? Panzertape. Nee, Gaskocher. Ein Gaskocher, um Essen oder Räume aufzuwärmen. Nicht gerade die beste Lösung, wenn man versucht, das Treibstoffdepot für Flammenwerfer damit zu behalten. Mensch, das musst du auch erstmal. Merke, schlechte Idee. Gute Idee, schlechte Idee. Wo war denn das so, denn? Das war bei Animaniacs. Oh ja, gute Idee, schlechte Idee. Sehr gut. Da wohl nicht durchlaufen.
Einfach hier unten durch. Ein bisschen Dynamit mit dabei. Wahrscheinlich dagegen schmeißen. Ich weiß es nicht. Doch. Genau das. Dynamit da durchschmeißen, dann brennt es dahinter und dann geht es. Sprengt das die Tür auf. Ist auf. So. Ach so, ja, gut, das macht Sinn. Boom. Ich dachte, du meinst den Kolben oben absprengen. Nö, der ist ja, der tut ja nichts, der brennt ja nur. Ich tue ja niemals was, wenn der da durchschaut. Ist schön warm. Ja, ich meine. Spaß hier ein Pelzmantel. So, dann gehen wir hier noch rein. Oha, Bossfight oder was? Ja, sieht so aus. Der Zeppelin-Chef. Mhm, der hat aber keinen Zeppelin mehr, den habe ich schon kaputt geboxt. Geboxt? Oh, Achtung. Oh, das ist aber nicht nett. Na ja, gut, aber ist jetzt nicht so tragisch, weil... Naja. Du kannst aber oben ist es der Dynamit reinschmeißen, oder? Da oben rein. Ja, aber dafür müsste ich es erstmal ankriegen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ach, kriegst du das nicht an, wenn du es schmeißen willst? Nee, das muss erst angezündet werden. Gut, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und du auch. Tschüss.